Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich habe die Vlogging-Kamera in der Hand. Ich werde heute den Tag nochmal für euch mitbegleiten. Julian ist natürlich auch wie immer mit am Start. Ich habe es gerade gar nicht realisiert irgendwie. Dass ich ein Video drehe? Ja, ich dachte, wie du machst Insta-Story oder so. Nee. Das wird ein wunderschönes Video. Oh, jetzt habe ich den Sam angerufen. Hier ist er. Dann mache Lautsprecher. Wir wollen uns jetzt gleich mit dem Sam vielleicht treffen. Ach, hast du einen Plan, was wir machen? Nö, ne? Nö. Julian, klar. Ja, hallo Sam. Sollen wir irgendwo gleich mal in einen Café oder sowas? Ja, sollen wir uns gleich irgendwo in der Stadt treffen? Ja, können wir machen. Das klingt aber sehr begeistert. Ja, der Sam hat auf jeden Fall richtig Bock auf uns. Wie lange brauchst du noch? Beeilst du dich bitte? Ach, sieht doch alles komisch aus mit diesem Bau. Mit diesem Bau? Ja, also hässlich ist es nicht. Genau das will man hören. Wir sind jetzt echt seit 5 Stunden oder so schon in der Stadt und ich habe komplett... Achso, tut mir leid. Guck mal, du hast dein Preisschild noch hinten dran. Ich weiß. Ich hab mir eben einen neuen Pulli gekauft, habe vergessen, also das Preisschild. Mein Fahrrad ist gerade wirklich ja, okay. Die Hauptperson. Tut mir leid. Ja, erzähl uns was. Gibt's jetzt viel zu erzählen? Das ist einfach der Stolz meines Lebens. Ich hab das Dingschild abgerissen. Ist jetzt egal. Ja, wir reden über mein Fahrrad. Ernsthaft jetzt. Also andere haben Ferrari, andere haben Lamborghini. Scheiß auf alles. Piep. Das ist ein Beachcruiser, mit dem kann man voll gut rum. Sam, darf ich auch mal eine Runde mit dem Fahrrad fahren? Eher nicht. Sie ist einmal gefahren, nach 20 Sekunden, noch nicht mal 10 Sekunden, lag sie auf dem Boden. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist schon der neue Tag angebrochen. Wir waren gestern mit Freunden unterwegs und abends habe ich leider voll die Kopfschmerzen bekommen. Bin ganz, ganz früh und schnell ins Bett gegangen. Von daher haben wir dann nicht mehr so viel gefilmt. Aber heute Morgen geht es mir wieder mega gut und ich habe jetzt gerade schon angefangen, ein bisschen Frühstück aufzubauen. Hier alles nur gesunde Sachen, Melone, Traube, Tomate. Und der Kenny kommt gleich und dann werden wir ein bisschen Sport machen. Ne? Bewegung ist gut und wichtig. Geil, ne? So eine frisch geschnittene Melone. Hört ihr das? Die Tasse wackelt noch. Hört ihr das? Die Tasse wackelt noch. Was hast du gemacht? Warum sagst du nicht, wenn du irgendwo nicht drankommst? Wieso? Wie kann denn sowas passieren? Hey Juli, ich bin nicht so groß. Was wolltest du? Ja, aber dann sag doch, wenn du Hilfe. Was wolltest du machen? Ich wollte eigentlich nur einen Teller aus. So, der Kenny müsste jetzt jede Minute kommen und ich chill gerade hier ein bisschen auf dem Sofa und warte auf ihn. Und warte mal ganz kurz, ich muss mal hier die Spielgeräusche von der App ausmachen. Ich habe nämlich eine mega geile neue Sucht-App entdeckt und zwar ist das Big Farm Mobile Harvest, die ich jetzt gerade am Zocken bin und ich liebe einfach so Spiele. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist halt einfach eine App, wo ihr eine eigene Farm euch erstellen könnt und es gibt einfach so viele Möglichkeiten und ich liebe es generell, so Apps zu spielen, wo man sich sowas aufbauen kann und man kann halt alles Mögliche anbauen von Früchten, Getreide, Blabla und die haben so süße Tiere, Schweinchen und man produziert halt quasi alles. Und es gibt nämlich etwas Neues, das ist ab jetzt in der App verfügbar. Und zwar gibt es jetzt ein richtig geiles Ladencafé. Da müsst ihr halt die Kunden zufriedenstellen. Alle Sachen, die ihr da verkauft, also wenn ihr zum Beispiel eine Lasagne machen wollt und die verkaufen wollt, dann müsst ihr halt vorher auf eurer Farm die ganzen Sachen dafür anbauen, um überhaupt Lasagne machen zu können. Das macht richtig Spaß. Und jeden Tag kommen da andere Kunden hin. Also zum Beispiel, heute sind bei mir die Senioren dran und morgen sind auch die Senioren dran. Und jeder will halt was anderes essen. Da muss man halt gucken, was mache ich jetzt für morgen und was baue ich an, damit ich morgen die richtigen Sachen verkaufen kann. Was jetzt auch gerade verfügbar ist in der App, ist die tropische Farm. Da kommt man drauf, wenn man hier am Wasser auf dieses kleine Häuschen klickt, dann kann man zur tropischen Inselfarm rüberwandern. Da gibt es halt tropische Tiere dann. Ihr könnt tropische Pflanzen und sowas anpflanzen. Wir sind ja jetzt auch mega oft zum Beispiel beim Frauenarzt oder so und jedes Mal, wenn ich im Wartezimmer sitze, spiele ich immer das Spiel, weil es einfach so ein guter Zeitvertreib ist. Wenn ihr die App Big Farm noch nicht kennt, dann schaut unbedingt mal vorbei. Der Download von der App ist natürlich kostenlos. Ich verlinke euch die unten in der Infobox mal. Schaut da unbedingt mal vorbei. Wir machen jetzt gerade Sport, beziehungsweise sind eigentlich schon fertig. Der Julian muss nur noch eine Übung machen draußen auf dem Balkon. Vor der Schwangerschaft haben wir sehr regelmäßig trainiert, hat man ja auch in unseren Dezember-Vlogs und so gesehen. Und ich versuche natürlich auch während der Schwangerschaft fit zu bleiben. Das ist nämlich auch super wichtig. Ihr braucht euch da aber keine Sorgen zu machen. Wir haben ja extra einen Personal Trainer, der jede Übung auf uns
individuell anpassen kann. Und wir haben natürlich auch alles mit der Frauenärztin besprochen. Ich habe jetzt ein komplett anderes Workout bekommen als früher. Und ich fühle mich einfach viel besser, mich auch zu bewegen und irgendwie fit zu bleiben. Für heute bin ich fertig. Wie gesagt, Julia muss noch eine Übung machen da draußen. Das ist das Einzige, was ich euch zeigen kann. Sieht anstrengend aus, oder? Er lächelt. Also ganz so schlimm kann es nicht sein. So, mittlerweile sind Jasmin und Pascal hier. Ich sehe übrigens furchtbar aus. Meine ganzen Haare hängen hier raus. Ich muss mal meinen Zopf gleich neu machen. Aber es ist so heiß. Die Sonne scheint gar nicht die ganze Zeit, aber wir haben irgendwie 30 Grad oder so. Und es ist einfach so unfassbar heiß. Ich muss mit dem Zopf hier rumlaufen. Und wir sind jetzt gerade am Grillen. So, Gemüse und Salat ist schon fertig. Und der Julian hat richtig süße Servietten gekauft. Guck mal. Schön, dass du da bist. Dann habe ich mir selbst eine hingelegt. Wir sind jetzt losgefahren und spielen jetzt 3D-Schwarzlicht-Mini-Golf, wie das heißt. Und ich leuchte voll krass. Boah, ist alles so 3D. Jetzt wieder zu Hause. Jasmin und Pascal sind bereits nach Hause gefahren und wir hatten einen wunderschönen Tag. Weil sie beide verloren haben. Deswegen also, hatten wir einen schönen Tag. Beide gleich viele Punkte gehabt und die beiden haben abgelost. Ja. Wir sind also das Königspärchen. Nein, das ist gemein. Aber es war mega lustig. Ja, wir dachten uns, wir setzen uns noch mal kurz hin und reden ein bisschen mit euch, halten euch irgendwie ein bisschen auf dem Laufen oder bringen euch auf den neuesten Stand. Und vielleicht kann mir ja auch jemand... Ich wollte nur diese Couch dabei entschuldigen. Nein, ich wollte fragen, ob mir vielleicht auch jemand bei einer gewissen Sache helfen kann. Uns. Wir brauchen nämlich jetzt wirklich Hilfe. Wirklich, wirklich, wirklich. Es sieht so aus, dass ich bin ja jetzt im sechsten Schwangerschaftsmonat und so langsam sollte man sich ja auch Gedanken über gewisse Dinge machen. Zum Beispiel, wo will man entbinden und so weiter und so fort. Und ich brauche vor allem langsam mal eine Hebamme. Zu spät, sag ich jetzt mal. Also, was heißt zu spät? Zu spät gibt's nicht. Es gibt auch viele Frauen, die haben gar keine persönliche Hebamme. Wir haben uns aber eigentlich von Anfang an dazu entschieden, dass wir sehr gerne eine persönliche Hebamme haben, die uns gerade auch durch die Endzeit der Schwangerschaft persönlich begleiten kann. Da fühlt man sich einfach sicherer, wenn man da jemanden hat. Genau. Der da Ahnung hat. Und aber wir wurden wie die letzten Opfer überall abgelehnt. Ich glaube, du hast dich bei 3 Hebammen-Netzwerken beworben. Ja. Und überall kam dann die Absage, wir sind leider im Moment voll. Und also wir haben es echt über Kontakte versucht und Leute, die schon Kinder zur Welt gebracht haben, haben ihre Hebammen gefragt und über 2 oder 3 verschiedene Netzwerke oder wie das heißt, habe ich angefragt. Problem ist einfach, dass im Moment anscheinend im Raum Köln sehr viele Frauen schwanger sind und gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich entbinden werde, wahrscheinlich auch ihre Geburt haben und deswegen sind alle Hebammen irgendwie schon verplant und keiner kann mir irgendwie helfen. Darum wollt ihr mal ganz nett nachfragen, ob vielleicht jemand da draußen jemanden kennt oder ihr sagt, oh, meine Mutter oder ich selber, ich bin eine Hebamme und komme aus dem Raum Köln und... Oder vielleicht habt ihr auch Tipps für mich, wo ich noch nachfragen könnte. Ich habe jetzt auch von meiner Frauenärztin gehört, dass ich zum Beispiel in Krankenhäusern auch wirklich mal fragen kann, dass sie teilweise auch Hebammen irgendwie vermitteln. Das wäre mega, wenn ihr irgendwie an Bibis E-Mail-Adresse, falls ihr wirklich was wisst und uns helfen könnt oder vielleicht sogar eine Person oder vielleicht sogar eine Hebamme seid, bitte jetzt keinen Spam oder irgendwelche anderen Nachrichten. Wir würden uns freuen, wenn da wirklich jemand ist, der uns vielleicht irgendwie helfen kann. Gerade jetzt bei meiner ersten Schwangerschaft, ich bin so unsicher. Es ist echt etwas sehr Aufregendes und ich fühle mich dann natürlich auch total überfordert irgendwie mit. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hätte eigentlich am allerliebsten, wobei ich das schon als voll unrealistisch sehe, eine Hebamme, die mich vor der Geburt schon kennt, während der Schwangerschaft begleitet hat und auch bei der Geburt dabei ist, weil ich dann natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu dieser Person habe. Und das Wichtigste ist natürlich für uns, dass er aus Köln oder irgendwie Raum Köln kommt. Dass man mal anrufen kann oder so und die Person dann vielleicht wirklich vorbeikommt oder wir vorbeikommen können und dann, ja. Genau. Vielleicht erreichen wir ja eine Hebamme da draußen. Also sorry an alle Leute, die das jetzt gerade nicht so sehr interessiert hat. Das hat mir einfach mega auf der Seele gelegen und ich dachte, ich erwähne es mal in einem Video. Vielleicht kann mir jemand helfen. Die hat mir schon so oft geholfen. Sonst könnt ihr uns auch beiden auch auf Instagram schreiben. Da haben wir die Nachrichtenfunktion an. Ja. Und falls ich natürlich eine Hebamme finde und sich das Problem löst, werde ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde euch eh auf dem Laufenden halten mit allem. So, und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Sorry, das Gespräch ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst
lasst uns unbedingt mal einen Daumen nach oben. Wir sagen... Schaut bei Julians Video vorbei. Das sagen wir. Erster Link in der Infobox, so und wie immer. Was wir noch sagen könnten, dass wir selten dämlich sind, dass wir gerade beide Pullover anhaben, obwohl es draußen heiß ist. Es ist wirklich sehr warm draußen, ja. Wir könnten... Okay, ich ziehe mich jetzt aus. Kannst du warten, bis die Kamera aus ist? Ja, ich warte. Okay. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Muah.